Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Rendezvous mit René Rumpold hier im Wiener Rösthaus. Ja, wir sind heute wieder im Wiener Rösthaus. Seines Zeichens der Chef dieser Location, wie das auf Althochdeutsch heißt, Helmut Brehm, ist heute leider nicht da, aber er hat uns diesen Ort hier kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich bedanke mich bei TV21, bei Christian Jeschko und Peter Schönhofer heute, die mich beide filmen. Und ich bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich bei meinem heutigen Stargast, wir haben uns schon so herzlich begrüßen dürfen, Linda Watson. Danke. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, es ist sehr schön. Liebe Linda, ja. Sie werden es wahrscheinlich erkannt haben, Linda Watson ist Amerikanerin, aber sie spricht mittlerweile perfektes Deutsch und sie ist auch mit einem Österreicher verheiratet. Also, aber das hat jetzt damit überhaupt nichts zu tun. Linda Watson hat jetzt gerade an der Scala gesungen, Herodias in Salome, ja. Und so weiter. Liebe Linda, wie nannte man dich als Kind? Bitte? Wie nannte man dich als Kind? Linda. Linda, okay. Als die kleine Linda sich überlegte, ich muss unbedingt zur Bühne, ich möchte unbedingt Sängerin werden oder Schauspielerin werden und so weiter, was haben deine Eltern dazu gesagt? Naja, als Kind habe ich das nie gesagt, auch als Erwachsene quasi nie gesagt. Ich war okay. Nie, ja, mein Weg war sehr steinig und hat viele Umwege gebraucht, bis ich Sängerin geworden bin, weil das war nicht mein Ziel mein ganzes Leben. Ich liebte zu singen, aber meistens im Chor. Okay. Und ich dachte, ich würde Chordirigentin sein. Das habe ich auch studiert, dirigieren. Aber ja. Was war dein Ziel, dein eigentliches Ziel, dein ursprüngliches Ziel, wenn ich fragen darf? Ursprünglich. Ursprünglich? Ursprünglich. Ja, Chordirigenten oder Dirigenten zu sein. Okay. Ja. Und wie kam es, dass du Sängerin wurdest? Im Konservatorium in Boston habe ich Dirigieren studiert, die Kursen dafür, und eine davor war Chor. Und die Chorleiterin hat gesagt, mit dieser Stimme wirst du keine Dirigentin sein. Mit dieser Stimme muss es weitergehen. Ich war so, mein ganzes Leben habe ich es gehört. Und meine Mutter und Dorkin, so, ne? Und ich liebte das, ja, singen, ja. Aber als Profi, und dann, was bedeutet das? Und dann habe ich angefangen, auch im Konservatorium in der Opernschule zu sein, und das passte mir gar nicht, weil ich war damals Altistin, okay. Und dann später Mezzosopran natürlich, dann Koloratur-Mezzosopran, aber nie im Himmel habe ich gedacht, dass ich dramatische Sopran sein würde. Mann. Wer denkt sowas? Aber sie wurde. Linda Watson wurde dramatischer Sopran. Viel später und viel über viel höheren Steinen. So. Das kam sehr später. Dann früher hat es nie gepasst, was ich zu singen hatte. Die Stimme war zu groß. Ich war unreif. Also als Studentin war ich sehr unreif. Und ich würde nicht den Schuld geben an meine frühere Lehrerinnen. Weil ich war auch unreif, und diese große Stimme hatte keinen Platz, besonders eine Opernschule. Was soll ich singen? Carabino, habe ich gehört. Dann habe ich gesagt, die haben gesagt in Wien, nein, sie sollen die Gräfin singen. Ja, mit 27 die Gräfin, mit meiner Stimme. So, es war schwierig. Und dann viel später hat alles gepasst. Ich war so 36. Jemand hat mir die Arie von der Sieglinde, die Walküre. Okay. Zur Hand gegeben und sagte, probier das. Und ich sagte, das ist Wagner, bitte. Ich bin Mezzosopran. Ich habe es probiert und das war wirklich wie das erste Mal. Ah, wir kriegen unseren Kaffee serviert. Auch gut. Danke. Ah, schau, wie schön. Du hast, es, du hast es mit Muster. Ein Schwan. Ein Schwan? Ein Schwan. Okay. Ein Schwan. Ein Klavier. Schwan ist die Lohengrin, ja? Ja. Wann kommt der nächste? Ja. Du hast nichts an dich geändert. Doch. Nein. Doch, ich bin älter geworden. Aber wir sind sehr, das ist noch immer so gleich. Nein, natürlich sind wir noch immer gleich wie damals. Und, du warst damals noch Mezzosopran, als wir miteinander gesungen haben. Ja. Das ist gerade ein paar Monate her. aber mittlerweile. Wir können es sagen. Ja. Wirklich, 38 Jahre. Oder?
38 Jahre. 38 Jahre. Gibt's ein Lied, oder? 38 Jahre. Na, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Und wie alt bin ich jetzt? 66. Mhm. Siehst ja, eben, du, es fängt eben. Jetzt an. Oder Jürgens. Du bist älter als ich, okay. Ja, gib aber nur zu. Zwei Jahre. Gib zu. Aber nur zwei Jahre, ich bin 64, also. Ja. Yay! Ja. Yay! liebe Linda, ja. Du hast dann, also lass uns einen kleinen Sprung machen in die Jetztzeit deiner Karriere. Zuletzt warst du eben an der Scala zu sehen, aber ja. Noch zu sehen, ich nehme an, auch in Zukunft noch zu sehen, oder ist das schon ja, abgelaufen, die Salome? Ja, die Salome ist abgelaufen für dieses Jahr. Ja. Die Herodias hatte ich gesungen. Ja. Ich liebe Bösewichte. im Mai, Juni bin ich in San Francisco. Aha. Mit Frauen und Schatten. Ich singe die Arme. Früher war ich die Färberin immer. Aha. Und jetzt seit 5 Jahren so singe ich die Arme. Großartig. Und ich wusste nicht, dass die Arme länger als die Färberin ist. Man denkt immer, die Mezzo-Partie ist eine kleinere Partie. Bist du wahnsinnig. Aha. Die Arme ist dein Wahnsinn. Aber auch so quasi böse und so. Passt mir gut. Kurt Riedel sollte heute auch noch kommen, aber der Kurt Riedel, den du sicherlich gut kennst von der Staatsoper. Ich habe mit ihm nur eine Produktion gemeinsam gemacht. Da war er Sarastro und ich war Monostatos an der Staatsoper damals. Ja, ich war immer der zweite Tenor, aber ich habe mich irgendwann damit zufrieden gegeben. Natürlich wünscht sich jeder Tenor, irgendwann am Rodolfo oder Mario Cavaradossi oder etwas zu singen. Das war ich halt nie. Ja, und dann hast du den Stress auch nicht. Naja, den Stress des Vergleichens meinst du? Oder Die Hauptpartien. Ja, aber ich habe trotzdem sehr viele Hauptpartien gesungen, aber halt in der Operette, aber nicht in so großen Häusern. Ich habe nie an der Scala di Milano gesungen, an der Mailänder Scala. Ich habe an der Staatsoper gesungen, ich habe an der Metropolitan gesungen, ich habe im Covent Garden gesungen. Das ist Carnegie es auch schon. Hall. Carnegie Hall habe ich gesungen, ich ja. Ich nicht. Wirklich? Nein! Es kommt, wie es kommt, weißt du? Ja, das stimmt. Und weißt du was? San Francisco ist meine Heimat. Ich weiß. Und das ist mein Debüt in San Francisco, stell dir vor. Nein. Ja. Ja. Unglaublich. Meine armen Eltern, die sind beide gestorben in 2018 und haben mich nie zu Hause in San Francisco an der Oper. Die sind immer herumgeflogen, mich zu hören, mein ganzes Leben. Ich habe auch 13 Jahre in Los Angeles gesungen und in der Metropolitan natürlich und Seattle. Ja. Nie San Francisco. Und so, jetzt ist es wirklich mein Debüt. Aber lass uns zurückgehen zu dem Augenblick, als wir miteinander gesungen haben. Da waren wir beide noch relativ unbekannt. Ja. Gina Browning und Joseph Illig, der mittlerweile ein weltberühmter Dirigent wurde. Und wir haben gemeinsam dort singen dürfen. Oder ich habe mit euch singen dürfen. Ich habe mich sehr gefreut. Nein. Und du hast eine größere Karriere. Und Schluss aus, basta. Und meine Karriere hat sich in andere Wege geleitet. Dafür singe ich noch immer, ja, ich singe jetzt, du auch natürlich, aber ich singe halt jetzt das Musical-Fach, das sogenannte. Ja. Und Entschuldigung, bitte. Wir sind noch da. Ja, wir sind noch da. Wir sind noch da, hey. Und das ist richtig. Das zählt für sehr viel. Wir sind noch da und wir singen noch. Wir sind noch vorhanden. So wie der Kurt Riedel, der ja auch jetzt gerade in Sofia auch geehrt wurde. Genau. Für sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Wahnsinn. Und ist ein Wahnsinn, ja. Und die Staatsoper hat es nicht der Mühe wert gefunden, ihn zu ehren. Also, aber ich sage jetzt nichts weiteres dazu. Der Fisch beginnt immer im Kopf zu stinken. So, mehr sage ich nicht. Du wolltest nichts weiteres sagen? Nein, ich sage nichts weiteres. Nein, ich werde mich hüten, weil vielleicht engagierst er dich und vielleicht sieht er diese Sendung. Also würde mich ja freuen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen zurück zu dem Augenblick. Du hast dann wirklich Weltkarriere gemacht. Hast dann überall auf der Welt gesungen. Damals haben wir in der amerikanischen Botschaft noch gesungen. Wer war damals der Botschafter? Das war der Mann von der Dame, die für die Parfums zuständig ist. Estee Lauder. Lauder. Genau, Lauder. Und er war damals, glaube ich, Botschafter in Österreich, amerikanischer Botschafter in Österreich und hat uns eingeladen und da sangen wir. Aber wie ging es dann weiter bei dir? Ja. Das ist weit zurück. Naja, ich weiß. Was war das erste große Engagement, wo du wahnsinnig nervös warst, natürlich?
wie wir alle? Ich habe mit Oper wirklich angefangen, als ich 36 Jahre alt war. Wow. Ja, muss ich sagen. Und das war in Aachen, mein erster Job war in Aachen. Ich war 36 und das war ein 2 bis 3 Jahres Vertrag. Dann nach 2 Jahren bin ich freischaffend gegangen schon, weil die haben mir unglaublich, ich war Mezzosopran. Und im 3. Jahr haben die mir, das war Elmar Ottenthal, war der Intendant. Ja. Center in Fliegende Holländer, ich war Mezzosopran, Center in Fliegende Holländer, Leonore Verdi und noch eine unglaubliche Partie. Und ich habe gesagt, nein, danke, ich muss gehen. Weil ich konnte nicht bleiben und kassieren einfach jeden Monat und das nicht singen. So, ich musste gehen und ich bin dann, ich habe einen Vertrag in Leipzig akzeptiert. Ah, schön. So, das war interessant. Das war 94, 95 in der Zeit. Sehr interessant in Leipzig. Die ganze Stadt ist neu gemacht. Ich kenne Leipzig. Es ist also, so schön. Leipzig. Und das Orchester, Brandhaus-Orchester. Ja. Ja. Vor. Das war so schön. Schöne Zeit. Und in der Zeit bin ich eher dramatisch im Mezzo geworden, indem ich habe Brangene gesungen. Am Ende hat der Jerzy Kot, unser G&D, fantastisch, Jerzy Kot, mich gefragt, unglaublicherweise, ob ich die Marschallin singen würde. Mhm. In Prag, weil er war nicht glücklich mit seiner Marschallin. So, ich sagte, die Marschallin, ich kann es probieren. Ja, Sie haben 2 Wochen, das zu lernen. 2 Wochen, gut. Cool. Ja. Mhm. So, ich liebe sowas. Ich habe es probiert und dann habe ich es geschafft. Ich habe es gemacht. Das war meine erste Marschallin schon in der Zeit. Dann bin ich nach Düsseldorf gekommen, wo meine erste Rolle war, wenn ich mich. Isolde. Es sollte Färberin sein. Und das, die haben das umgeändert. Die hatten kein geltendes Budget für Frauen und Schatten. Und so, ich habe meine erste Isolde schon gesungen. Ja, und das war dann in ungefähr 99, 98. Dann bin ich in Düsseldorf geblieben und habe angefangen die große Partie. Auch Ortrud und Kundry und natürlich. Dann meine erste Bayreuth-Engagement war mit Kundry in 98, genau dann. Unglaublich. So, ich hatte Kundry nur einen Abend gesungen, bevor ich nach Bayreuth gegangen bin, im Juni. Und ich habe gesagt, ich will das einmal singen, bevor ich in Bayreuth lande. Yeah. Aber das war das. Und du hast mich gefragt, größte Erlebnis. Mein Kundry in Bayreuth war für mich, ich könnte sterben nachher. Nach dem Motto, ich habe es jetzt gesungen, ich sterbe jetzt. Ja, ja, ja. Okay. Gralserzählungen. Oh, da, ja. Ja, nein, das war für mich. Nach der Gralserzählung, die letzte Vorstellung, ich hatte meinen Rücken zum Publikum, hatte den Gral in meinen Händen und die Tränen sind wirklich runtergerollt, weil der Chor singt und ich dachte, das war's. Mehr muss ich nicht singen jetzt. Wunderschön. Ja. Hast du noch irgendwelche Zukunftsprojekte vor dir? Über die du jetzt schon sprechen kannst und willst? willst, kannst, ich weiß tatsächlich, nicht. Tatsächlich, aber ganz am Anfang. Ein fantastischer Regisseur, Namen kann ich nicht nennen jetzt, hat mich gefragt, ob ich ihn begleiten würde als Regisseur durch einen neuen Ring. Oh, gut. Das wäre mein erstes Mal mit Regie. Ich habe kleine Sachen schon gemacht, aber normalerweise würde ich Nein sagen, ihm sofort Nein. Aber mit dem Regisseur, der ist ganz, hat ganz viel Fantasie und ist sehr offen, sehr menschlich. Und ich dachte, ja, das könnte mir vorstellen. So, Leute, vielleicht kommt das in der Zukunft, wer weiß. Ja, ich halte die fest, ich drücke die ganz fest die Daumen dafür. Also, hold cross fingers. Ja. Wie das so schön auf Amerikanisch heißt. Aber gibt es außerdem Projekte, also außer diesem Regieprojekt noch gesangliche Projekte, die du vorhast? Im Moment nicht. Nicht? Nein. Auch keine Ideen, die du oder irgendetwas, was du gerne machen würdest, weil vielleicht hört ja jemand, also in San Francisco, in Los Angeles, God knows who, where. Im Moment möchte ich eine Clitemnestra singen. Ich habe Clitemnestra nie gemacht, nur Elektra immer. Und vor einem Jahr im Juni habe ich meine große Sopranpartie abgegeben, so. Zurückgegeben in das Universum und möchte nur die dramatischste Sopranpartie singen. Mhm.
So, da, Arme oder Clytemnestra oder so, Herodias und so. Clytemnestra fehlt, so das ist das Einzige jetzt. Ja, ich kann mir dich vorstellen, weil du bist eine grandiose Schauspielerin, neben dem du auch eine großartige Sängerin bist. Aber du bist eben, und das, diese Kombination ist eher selten, dass man beides erleben darf auf der Bühne, nämlich eine große Sängerin mit einer großen Stimme, mit einem großen Schauspieltalent. Und das hast du. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich dich mag, sondern das hast du wirklich, das hast du damals schon gehabt. Ich habe dich damals bewundert, als wir dieses Konzert gesungen haben, mit welcher Inbrunst du dich reingeworfen hast, sozusagen, in diese Lieder, die du gesungen hast. Frag mich jetzt nicht mehr, was es war. Ich weiß es nicht mehr. Du hast mir damals ein Poster geschickt und ich habe mich wahnsinnig gefreut, mit dir gemeinsam auf einem Poster zu stehen und für mich sind, ich habe, Mulia war mein Schauspiellehrer, Elfriede Ott habe ich sehr viel gedreht, sehr viel gespielt gemeinsam und trotzdem sind sie immer die Elfriede Ott und der Fritz Mulia geblieben und du wirst für mich immer die Linda Watson bleiben, egal ob wir befreundet sind oder nicht, aber du wirst für mich immer die Linda Watson bleiben, die du bist und die du warst. Und die du sein wirst in Zukunft. Ich habe deinen Mann hier kennenlernen dürfen und ich wünsche euch also von ganzem Herzen viel, 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 viel Glück für eure gemeinsame Zukunft. Danke. Lass uns ein bisschen im Privaten gehen. Du bist seit wann verheiratet? Wir sind 4 Jahre verheiratet. Ja. Ja. Liebe meines Lebens. Natürlich. Und wir kennen uns aber sehr lange. Oh. Ja, wir kennen uns fast 40 Jahre. Nein. Ja, ja. Es hat so lange passiert. Gedauert. Ja, es hat sehr lange gedauert. Ja. Ich kann aber mich es ist an die nie zu spät. Natürlich ist es nie zu spät. Ich kann mich an die Fotos sehr gut erinnern, die du ins Facebook gestellt hast. Also von euch beiden, von den Hochzeitsfotos. Wunderschön. Also. Ja. Leider war ich nicht dabei, aber ich hoffe, dass wir in Zukunft wieder ein bisschen mehr Kontakt haben. Ihr lebt beide in Wien, ja. Wenn du nicht gerade unterwegs bist. Also, ja. Dann ist es ja für mich sehr einfach, ich lebe auch in Wien, dann gibt es einen Grund, dass wir einander wieder sehen. Genau. Und deine Karriere hat ein sehr breites Spektrum gehabt. Also du hast mit der Marschallin, das war sozusagen deine erste große Sopranpartie. Ich glaube, so war es auch bei, nein, Gabriele Lechner hat Maskenball, glaube ich, genau. Du weißt, dass Gabi leider verstarb. Also, sie war noch kurz davor bei mir. Ja. Hat uns zu früh gelassen. Sie hat uns zu früh verlassen, leider Gottes, ja. Und ich hatte keine Ahnung, dass es so rapid gehen kann mit ihr. Also. Und wir haben dann die Sendung nochmals ausgestrahlt, also, weil sehr schön. Als Erinnerung, als Memoriam an Gabriele Lechner. Ja. Sie war eine wunderbare Sängerin, sie war mutig, damals gemeinsam mit Luciano Pavarotti im Maskenball einzuspringen. Also das hat sie schon etwas. Ja, ich war dabei. Ja? Ja, ich war da. Ich war dabei. Ja. Das war die Margaret Price hätte sie eigentlich die Rolle singen sollen damals, genau. Und Margaret wurde krank, soviel ich weiß, und sie musste einspringen. Und Luciano Pavarotti war natürlich anfänglich so. Naja, wer ist die? Was kann sie? Wer ist sie? Woher kommt sie? Ja, Schule. Und dann war er aber, glaube ich, sehr begeistert von ihr. Aber leider hat sie uns mittlerweile verlassen. Aber es war schön, dass ich sie noch hatte. Ja. Weil ich wusste, ob der Krankheiten und so weiter. Mittlerweile wissen das wahrscheinlich auch viele Leute im Publikum. Aber ja, leider so ist es. Aber, sie hat mir viel geholfen. Sie hat mir viel Mut gegeben. Anfangen zu unterrichten. Ah. Ja, und wir waren beide bei Ames in Graz, das amerikanische Institut im Sommer. Und sie hat gesagt, nein, du sollst wirklich anfangen, du sollst wirklich die Zeit nehmen und schauen, was es dir bringt und was du geben kannst. Und es hat ihr immer so eine Freude gemacht. Und das war wirklich infectious. Sie hat es mir dann rüberbracht und sagte, nein, du sollst wirklich anfangen. Seitdem unterrichtest du? Ja. Wow, das ist wie lange her, wenn ich fragen darf?
Das war seit 2010 und wow. Ich bin seit 2016 an der MUK in Wien. Ja, das weiß ich, ja. Aber du hast damals mit über Gabriele Lechner begonnen, ja. Mhm. Na, sie war ein reizender Mensch. Sie war, man möge es mir verzeihen, sie war nicht die intelligenteste aller Frauen, aber sie war ein reizender Mensch. Und sie war einfach so natürlich, wie sie immer war. Und so war sie auf der Bühne, aber sie war auf der Bühne sehr intensiv. Also intuitiv auch. Intuitiv und intensiv, also beides war, weil ich habe sie damals, natürlich, ich habe den Maskenball ja damals gesehen und dachte mir, weil ich wollte eigentlich Luciano Pavarotti sehen und das war dann recht interessant, habe mir natürlich auch am Anfang gedacht, naja, was soll das jetzt schon sein, eine Schülerin von der Opernschule und ich war wirklich paff, also den Mut, den sie hatte, da einzuspringen neben einem damals schon sehr berühmten Luciano Pavarotti. Ohne Probe. Ohne Probe, einfach reinzuspringen und zu sagen, okay, ich habe es zwar schon einmal mitstudiert gehabt, also, aber das war es schon. Also ich hatte keine Probe mit der Orchester etc. etc. Ja. Passierte dir so etwas je, dass du einmal einspringen musstest? Sehr oft. Nämlich? Sehr oft. Der Dominik Meyer hat mich Feuerwehr genannt. Ah. Ja, netter Name, aber es war, weil ich wohne in Wien und wenn ich nicht irgendwo anders bin, dann bin ich zu Hause in Wien. Ja. Und dann, wenn er jemanden braucht, wenn jemand krank geworden ist, ich bin die erste Adresse, die er angerufen hat, bist du zu Hause, bist du gesund, bist du müde, wie kannst du es? Ja, meistens habe ich alles gecheckt, ja, geht. Wow. Das Beste war, ich singe sehr viele Jahre lang mein Bach, also Strauss und Wagner. Mhm. Und ich sollte eine russische Nummer Prokofiev singen an der Staatsoper mit Simon Young, der Spieler. Und ich habe versucht, das zu lernen. Es ging nicht, ich mag es nicht. So, ich war bei Meyer und habe gesagt, ich lehne es ab, tut mir leid, ich gebe zurück. Nein, war die Antwort, nein. Und ich saß da und wir haben Kaffee getrunken und nett und alles. Und dann sein Telefon hat geklingelt. Und er hat so dann, war plötzlich weiß im Gesicht und ja. Und dann, ganz, ganz ruhig. Dann hat er zu mir getreten und sagt er, möchtest du die Marschallin singen morgen? Ich so. So. Schluck. What? Wie bitte? Ja, das war die Tenorke, hat abgesagt und er hat keine Marschallin. Und dann hat er angefangen, über das Wetter zu reden und über alles andere. Und ich sitze da und er wusste. Typisch, ja. Dominik. Er wusste. Ja. Und ich sitze da so, ne. Marschallin. Kalkulieren, bin ich gesund, ja. Und dann, nach einer Weile, hat er gesagt, na und? Und ich sagte, ja, ich mach's. Und er hat so ein Grins auf seinem Gesicht. Und dann hat er die KBB angerufen und sagte, ja, die Watson singt es morgen. Ja, die Watson singt die Marschallin morgen. Danke. Mit der Wiederholung, ja. Nein, natürlich, ja. Eine Marschallin ist nicht so dramatisch wie eine Sieglinde. Das ist schon ganz klar, wie wir wissen. Also. Aber es ist eine wunderschöne Partie, also Rosenkavalier zählt zu meinen Lieblingsopern generell. Also, meine. Und die Marschallin in Wien zu singen, die hat es überall gesungen, jetzt in Hamburg und München, Düsseldorf, das ist auch die gleiche Inszenierung übrigens. So, das war auch super für mich, die gleiche Inszenierung. Ne? Okay. Ja, und ich hatte keine Proben, nur Kostümprobe, ich wollte die alte Kostüm, die schöne Kostüm haben. Das haben die noch gehabt, wow. Gott sei Dank, und dann war es herrlich. Na, es war, ist eine großartige Oper und. Ich habe nicht gesehen. Warum hat mir Dominik damals nichts gesagt? Also ich kenne Dominik Meyer noch aus Paris, aus seiner Paris-Zeit. Ja. Champs-Élysées, Opera Champs-Élysées, ja. Aber so kann es gehen beim Einspringen. Ja. Aber auch schneller. Bei Elektra bin ich eingesprungen am gleichen Tag in Wien. Als Elektra. Und Brünnhilde natürlich, Isolde bin ich eingesprungen, Färberin bin ich eingesprungen. Jeweils am selben Tag? Ja. Unglaublich. Ja, das ist sehr schwer.
Es ist nicht unbedingt sehr einfach, einzuspringen, aber man hat keine Zeit nachzudenken. Man muss es mögen, man muss diese Herausforderung mögen. Und man hat keine Zeit nachzudenken, das ist das Tolle. Ja. Einfach so, okay, ich stürze mich da jetzt hinein, passt schon, ja, es geht schon. Ja. Aber ich kenne das also von mir auch, also, aber nicht in diesen Fächern, Gott sei Dank, also auch nicht in hochdramatischen Fächern, was ich nie wollte. Man hat mir mit 35 gesagt, ich soll Max im Freischütz singen und ich habe darauf gesagt, spinnt ihr, wortwörtlich, wieso, wir hören sie in ihrer Stimme, sage ich, schön, aber ich höre sie nicht. Nein, und Gott sei Dank habe ich es nicht angenommen, denn ich hätte mich damals wahrscheinlich ausgesungen, oder war ich 33? Ja. 33 war ich, ja. Und ich hätte wahrscheinlich mich reingehaut, wie immer, aber ich hätte heute keine Stimme mehr. Ich hätte mit 64 jetzt keine Stimme mehr und jetzt kann ich halt... Ich habe mir schon überlegt, dann schon langsam von der Oper Abschied zu nehmen. Meine letzte Sache war in Barcelona mit Jonas Kaufmann, habe ich gemeinsam gesungen. Verkaufte Braut auf Tschechisch, unmöglich, denn es ist keine Sprache zum Singen. Und ja, und aber bleiben wir noch bei Linda Watson. Deine Karriere hat wirklich einen großen Sprung gemacht. Und die Karriere soll bei dir wirklich da oben bleiben, wo sie ist. Und eine Herodias ist eine, ich finde Herodias ja fast die interessantere Partie als Salome selbst. Also, um ehrlich ich zu auch, sein. Aber ja. Sie ist gemein. Ich liebe sie. Sie ist wahnsinnig gemein. Herodes auch. Also, ich habe Herodes einmal gesungen und nachdem ich vorher einmal die Hexe gesungen habe in Hänsel und Gretel und haben wir okay, das habe ich abgewartet, wenn ich das schaffe, mit der Stimme verstellen die ganze Zeit, dann geht es. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Und es ging sehr gut und ich habe einen Bekannter, der damals den Dings gesungen hat, den Bassbariton, wie heißt der, oh Gott. Egal. Linda Watson, ich freue mich so sehr, dass du Zeit gefunden hast, heute Abend hierher zu kommen, heute Nachmittag hierher zu kommen. Es ist nicht Abend, wie man sieht, es ist hell, es ist nicht nur das Licht hinter mir, es ist wunderschön. Ja. Und der Kaffee ist grandios, ich habe es ja versprochen. Und sie verkaufen auch einige Dinge, vielleicht findest du irgendwas, ich mache jetzt keine Werbung. Aber ich habe mich wahnsinnig gefreut, dich wiederzusehen, liebe Linda Watson. Danke für die Einladung. Von ganzem Herzen. So schön, dich wiederzusehen. Nach so langer Zeit, mein Gott, ja. Aber es ist ja nur ein paar Monate her gewesen. So ist das Leben. Ja, genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, eine halbe Stunde vergeht allzu rasch, wie Sie wissen. Und auch wenn ich mich zum tausendsten Mal heute wiederhole, ich freue mich ganz besonders, dass Sie immer Zeit finden, wenn es heißt Rendezvous mit René Rumpel, dass Sie treu sind, immer wieder einschalten, entweder zu YouTube oder wie immer diese ganzen Sender heißen. Fragen Sie mich jetzt nicht, ich bin nur der Moderator dieser Sendung, also mehr kann ich nicht. Technisch bin ich überhaupt unbegabt. Ich freue mich sehr, dass Sie eben, wie gesagt, immer einschalten, wenn es heißt Rendezvous mit René Rumpel. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei Linda Watson, dass sie heute Zeit gefunden hat, hierher zu kommen. Mit mir diese halbe Stunde zu verbringen. Ich wünsche Ihnen alles Liebe und verabschiede mich herzlich mit einem Zwickerbussi oder mit einem gemeinsamen Zwickerbussi. Weißt du, wie ein Zwickerbussi geht? Nein. Wie geht denn ein Zwickerbussi eigentlich? Ah ja, genau. So. Wie heißt das? Zwickerbussi. Zwickerbussi. Ja. Zwickerbussi.